damit herzlich willkommen. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir haben das letzte Mal direkt vor Kapitel 7 aufgehört, nachdem wir dieses Rätsel gelöst haben. Und heute schauen wir, was dahinter liegt. Jeder Schatz hat seine Stacheln. Bis wir jetzt gegen so eine Dorne kämpfen. Ich hoffe nicht. Ja. Okay. Zack. So. Sicher ist sicher. Nachher verlieren wir wieder. Ich hoffe hier diese ganz kleinen Punkte da, die stören nicht allzu sehr. Das liegt hier. Hier ist irgendwo eine Unebenheit. Ja. Sollte aber mit der Zeit wieder verschwinden. So, was haben wir denn für Gegner? Ein Hopser, zwei Valkyren auf der Seite. Da oben drei Verteidiger. Ach, das wird einfach. Ah. Hier habe ich eine 50% Trefferchance. Und Rabbit Yoshi hat 100%? Ach, wegen der Granate. Ja, genau, gut, Yoshi. Ich nehme den mittleren, da mache ich am meisten Schaden. Wir hätten vorher noch Kraftpaket nehmen sollen, ich weiß. Und Rabbit Peach springt. Ich glaube, nein, der macht ja so Stampfattacken, oder? Dahin und fährt eine Bombe hoch zu den Verteidigern. Ne? Genau. Die werden dann nämlich von der Bombe abgelenkt und wir können uns so lange um die Valkyren kümmern. 50% Trefferchance, nutzt Mario sie? Nein, natürlich nicht, das war klar. Aber falls sich einer traut, 150 Schaden direkt. Ja, weil du da so offen stehst, klar. Du jetzt erstmal nicht, aber mal gucken, was die Gegner machen. Er macht auch seine Blase an. Zack, er kriegt Sprung und Abseits. Sollte raus sein, genau. Wird sehr gut abgewehrt, das Ganze. Der Verteidiger läuft vor, okay. Ich finde es immer so lustig, dass die auf die Bombe schießen. Die haben sie zerstört. LOL. Nee, erstmal hier der da. Und Dash, diese Valkyrie hier. Und stellt sich dahin. Warte. So. Mario nutzt Peach, um 50%. Überall nur 50%. Kommt einer der Verteidiger bis hierher? Nein. Also stellt Mario sich schon mal dahin. Die treffe ich sowieso nicht. Nicht, wir werden dann auf die da schießen. Weil die hat den Protector und ich treffe wieder nicht. Mario, was wird los? Rabbit Yoshi. Perfekt. Hier würde ich alle Verteidiger zu 100% treffen. Ich würde mich aber lieber erstmal. Komme ich da? Ne, sonst komme ich da gar nicht erst hin. Ich würde mich aber lieber mal um diese Valkyrie da kümmern. In der Hoffnung, wir kriegen sie jetzt halt auch rausgeschossen. Klar. Nicht die? Die da. Würden wir theoretisch auch. Aber die erleiden ja dadurch beide Schaden. Sicher ist sicher. Mach mal die Blase an, Peach. So, mal gucken, was machen wir hier. Es sollte ja keiner. Eben, es sollte keiner zu Mario kommen können.
Nein! Das ist unfair. Vorher hat das aber auch nicht ausgelöst bei der Bombe. Es ist völlig random, wann das auslöst. Rabbit Peach. Nimm deine Bombe. Und fahr die zu dem Verteidiger. Und mach einen Crit bitte. Sehr gut. Dashen. Dashen. Und wieder an dieselbe Position stehen. Ja. Mario, du kannst gar nichts von deiner Position ausmachen. Doch, könnte schießen. Da wäre schon mal hier der Protector weg. Yoshi könnte auch dashen. Sich hier hinstellen und dann die Valkyrie auch schon rausnehmen. Oder er nimmt sein Dings und schmeißt es dahin. Eins weiter. Theoretisch sollte es funktionieren. Dann lassen wir die Valkyrie doch noch etwas leben. Ja. Ja, eben, weil der kriegt den Sprungbonus. Genau, wegen der Kiste, die da noch war. Aber die leben noch? Oh Gott. Bringt gar nichts, okay. Heilung lohnt sich noch nicht. Mache ich in der nächsten Runde wahrscheinlich dann erst. So, mal gucken, was macht denn jetzt hier der Verteidiger? Oh, die gibt's auch noch. Oh nein, die habe ich gar nicht gesehen. Ah! Die habe ich völlig übersehen. Ich dachte, die wäre schon kaputt. Und dann ist aber jetzt kaputt. Peach dash die da. Dash den da. Und Peach stellt sich hier hin. Dash. Dash. Ich habe immer noch keine Folge, die heißt, wir dashen alle weg. Wieso? Achso, ne, auf den wollte ich ja gar nicht schießen. Yoshi, kommst du da hin? Nein, tut er natürlich nicht, dann muss Peach doch schießen. So. Yoshi stellt sich dahin und schießt auf den Verteidiger. Nachdem er die zwei erstmal schön weggedasht hat. Was geht, ist der Typ auch schon weg. Der andere kriegt auch noch den Stoß. Sehr schön. Und Rabbit Peach macht kurz die Valkyrie da raus. Doch, dann ist das doch noch ein guter Kampf geworden. Und wir haben nicht direkt verloren. Beziehungsweise auch nicht indirekt. Wir haben gewonnen. Wenn Mario jetzt noch mit ganz viel Glück auf den schießt, dann überlebt er natürlich. Heldensicht. Nein, warte, stopp. Peach macht jetzt die Heilung, jetzt lohnt es sich. Ja, du kannst da ruhig stehen bleiben. Ja, Yoshi, mach noch deine Eierschale an. Ja, jetzt gebe ich den Zug ab. Ich glaube nicht, dass einer freiwillig zu Mario geht. Auf jeden Fall, der ist jetzt raus. Schau mal, was Gutes. Der traut sich auch zu laufen. Zählt das als Schildtreffer? Nein. Er kriegt kritisch Sprung und darf er noch weiterlaufen? Nee, da. Nach einem Ulti. Er ist sogar down. Wir haben gewonnen. Das ist ein perfekt. 4 von 4 Zügen. Okay, wir hätten also diese Runde wirklich beenden müssen. Sonst wäre
nicht ganz so gut geworden. Und hier mal so. Ja. Gut, wir nehmen noch natürlich die Coins mit, wenn schon so viele sind hier. Yum, yum, yum. Ihr wisst ja, ich bin professioneller Geldesser. Ja. Ich glaube, das muss ich mal in die Kanalbeschreibung reinmachen. Professioneller Geldesser, der K-Storm. Wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir da hoch? Och nee, doch, wir kommen. Also so kommen wir auf jeden Fall zu dem Geld hier oben. Okay, das könnte ein bisschen lustig werden. Ah, hier gibt's eine Kiste, gut. Hat sich gelohnt, da lang zu gehen. Mit einem Soundtrack, und zwar Klosterruinen. Okay. Dann würde ich erstmal wieder runter, um auf diese Ebene zu kommen und... einfach hier weiter? Ich werde mich da jetzt nicht weiter umgucken. Hier wartet nämlich schon der nächste Kampf auf uns. Und wir wollen ja unsere Gegner nicht lange warten lassen. Besiege 7 Gegner, das heißt, es spawnen unendlich viele. Aber nur 7 müssen wir... Sind das bloß so starke Gegner? Keiner mag. Ja, sind es. Rabbit Yoshi. Stell dich mal hier hin. Du triffst jetzt 100% wegen deiner Handgranate da. Mario, du kannst springen. Und du hast da diese Besonderheit, das nennt sich Stampfattacke. Mario könnte sich natürlich hinstellen mit dem Hammer draufhauen, aber Mario sollte da ziemlich weit weggehen, weil die Grobiane könnten ihn treffen. Aber von hier treffen wir auch ihn zu 100%. Dann könnten wir schon mal ein bisschen mit gegen ihn kämpfen. Ich weiß nicht, ob sich die Heldensicht anbietet. Theoretisch schon. Oh, yes. Abseits gibt ja immer noch 30 Zusatzschaden. Ich überlege gerade, ob ich mich noch ein Stück nach rechts platziere. Ja, ich kann ja bis hierher. Okay. Ja, dann lasse ich so. Ja. Ich überlege gerade, ob sich irgendetwas lohnt. Also theoretisch müsste sich Peach hier hinstellen. Damit jetzt gleich eine Taktik funktionieren könnte. Mario, mach mal deine Heldensicht an. So. Yoshi, du schießt auf den hinteren. Ja, okay, er ist sowieso, fliegt sowieso weg. Kritisch-Sprung, der ist raus. Sonst hätte Mario jetzt nochmal geschossen. Epic. Und Peach, du schießt jetzt auf den da. Zack, Honig. Auch gut. Und der andere ist raus, sobald er sich bewegt. Ah, nee, den gibt's ja auch noch. Achso, aber der hat Honig. Ja gut, dann ist jetzt der raus. Zack. Und wir sind am Zug, weil der Grobian, der kann nichts machen. Was spawnt denn da Schönes? Ui, ein Verteidiger. Rabbit Peach stellt sich dahin. Mario, du tust den noch. Dashen macht 60, springen bloß 50. Also lasse ich das mal so. Da der Verteidiger hier spawnt, muss ich mich ein bisschen mehr hier hinstellen. Und Rabbit Yoshi, du kommst da nicht mehr hin, gell? Nee. Aber Rabbit Yoshi könnte eine Granate werfen und würde damit nicht Peach treffen. Gut. Mach einen Crit. Schade. Doch, war... Stein. Okay. Klar. Der kann dreimal dashen. Boah. Das ist ja episch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen vom Sound her verzögert ist. Ja, das ist auch der Fall. Ich gucke, dass ich das auf jeden Fall noch irgendwie hinkriege, dass die Verzögerung weggeht. Wer soll schießen? Peach. Zack, und weg mit dem Grobian. Mit seinem schönen Klaviergedöns-Dings da hinten auf dem Rücken. Ja.
Ich merke, dass es ein bisschen verzögert ist mit den. Also, es ist nicht synchron mit den Lippen. Es liegt daran, die Kamera hat Verzögerung. Die Kamera läuft über ein Programm. Dieses Programm hat auch nochmal eine Verzögerung. Und dann wird es ja noch an OBS und OBS hat auch noch eine Verzögerung. Deshalb ist es. Peach steht relativ offen. Mal gucken, ob es klappt. Der sollte jetzt aber auch gleich in der nächsten Runde raus sein. Yoshi! Yoshi, ich habe keine Ahnung. Okay. Mario könnte von hier 100% treffen. Mario, dann renn mal hierher. Ich bin kalt! Hast du wieder Heldensicht? Nein, musst noch einen Zug warten. Okay. Yoshi, du kannst dich mal. Was sind das hier für welche, die hier spawnen? Zwei Grobiane? Okay. Yoshi! Du kannst dich mal dahin stellen. Der kann seine Granate nicht werfen, da? Genau. Sie kann sich aber hier hinstellen und die Bombe dahin fahren lassen. Perfekt. Komm. Große Explosion. 200 Schaden. Der ist raus. Okay. Also von mir aus. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er raus ist. Ich dachte, er wird noch eine Runde überleben. Aber, also von mir aus. Was spawnt da hinten? Hallo. Grobian. Hier ist vorne Verteidiger und da hinten Grobian. Okay, so wie immer. Dashen. Hier hinstellen. Wir nehmen den jetzt raus. Natürlich mit Heldensicht wieder. Und mit 10.000 Dashes. Dashen. Sie kann ja zweimal, beziehungsweise kann sie unendlich oft dashen. Wo komme ich hier hin? Nee, da will ich nicht hin. Von mir aus stellt sie sich dann dahin. Dash. 50 Schaden ist gut für so ein Dash. Mario kann ja auch nochmal dashen. Der hat weniger, dann dash den da und stell dich dahin. Dash. Oh yeah, Mario time. Ich habe den Drang, auf den da zu schießen, weil der andere hat viel weniger. Ja, wir schießen auf den. Der kommt jetzt und kriegt einen Schuss ab. Pam, genau, der kriegt zwei Schüsse ab, ist raus. Und der Grobian vor uns eigentlich auch. Müsste. Wenn Rabbit Yoshi gut schießt. Ja. Gewonnen. Einer fehlt uns noch. Okay, wen nehmen wir? Leute, warte, wir machen Roulette. Ich mach die Augen zu und stopp. Den Grobian links oben. Okay. Ach nee, nicht ein Grobian schon wieder. Ich gebe mal den Zug ab und guck, was die da machen. Jetzt müssen wir halt die ganze Zeit auf den Grobian da oben achten. Der jetzt gerade läuft, genau. Der Verteidiger ist mir egal. Aua! Das heißt, wir stellen uns jetzt offen hin und schießen alle auf den Truff. Nee. Halt. Doch, Mario, du musst auch mal davor. Ja. Rabbit Yoshi kann sogar den hier noch dashen. Und stellt sich hier hin. Ja. Jetzt hoffen wir, dass sie zusammen genug Schaden machen, um den Grobian zu besiegen. Den da.
Ich hätte noch Kraftpaket zünden sollen, gell? Wobei, der ist raus. So treffen wir zwei Gegner. Und wenn es ein Crit wird... Nee, okay, jetzt wird... Peach wird in Mitleidenschaft gezogen. Ah, es wird ein Crit. Dafür... Nimmt Mario ihn hoffentlich raus. Mario, guter Mario. Und wir haben die Schlacht gewonnen. Woo! Zwei schöne Kämpfe heute. Kapitel fertig oder nicht? Dann wäre das nächste, das achte, was kommt. Ich weiß es nicht. Doch, sollte. Jeder Schatz hat seinen Schatz. Hä? Wo waren denn da jetzt irgendwie Stacheln? Ich find's gut, schaut mal, ich werde immer weniger wegeditiert. Ha! Es lohnt sich, Leute. So. Ich immer mit meinem Wegeditieren. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Okay, nein, es scheint noch nicht fertig zu sein. Beziehungsweise gibt es hier noch eine Zwischenstage mit Red Coins. Oh Gott. Wir fangen mal links an. Lass mir hier schön die. Hi! Hey! Wo sind welche? Ist einer hier? Okay, jetzt ganz schnell die zwei da vorne. Der hier und den da hinten. Genau, eine neue Waffe. Cool. Oh, schaut mal Ketten und den Kürbis vor. Oh, jetzt weiß ich, was ich an Halloween machen werde. Okay, Halloween ist noch circa... circa 10 Monate hin. Aber man kann ja schon mal planen, weil das sieht echt cool aus. So Kettenhund als... also ein Kürbis in Form eines Kettenhundes. Hat auch nicht jeder, müsst ihr so sehen. Gibt's Geräusche. Haben wir sonst noch irgendwas hier, was man sich vielleicht angucken kann? Wenn man das spielt hier, Klavier oder wie. Wie heißt das? Das, was Trubadix aus Asterix und Obelix spielt. Ein Bade. Nee, nicht Bade. Der Bade ist der Typ, der das macht. Eine Harfe! Ich hab's! Eine Harfe. Madame Vastrellas Handarbeit. Sie ist immer noch sauer, dass die Rabbits eine ihrer Lieblingskristallkugeln kaputt gemacht haben. Der hat kein Ohr mehr. Wie jetzt im achten Kapitel weitergeht und wie wir den Mond zurückholen, den müssen wir ja zurückholen. Denn das Mondscheintor öffnet sich bloß bei Vollmond und da der Vollmond gerade vorbei ist, müssen wir den irgendwie zurückholen. Wie wir ihn also zurückholen, das seht ihr in der nächsten Folge. Also liked und abonniert schnell das Video. Das Video könnt ihr nicht abonnieren. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen davon verpasst. Und ihr wollt schließlich wissen, wie man den Mond zurückholt. Oder ihr schaut einfach die Schlümpfe. Das ist den Film. Egal. Schaltet aber hier wieder ein. In ein paar Wochen. Ich habe jetzt vier Projekte, die gerade laufen. Wobei, bis zu dem Zeitpunkt des Videos sind die vier gerade vorbei. Vader Immortals, Superliminal, muss ich auch mal wieder aufnehmen, stimmt. Need for Speed. Ja, und Minecraft Dungeons kommt wahrscheinlich auch wieder. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es das bei mir ist, bis dann, Leute. Ciao.